So, meine stabilen Freunde, weiter geht's in Tune of Rome. Wir wollen ja beim fast am Ende waren. Ich hab doch gesehen, jemand. Lauf weg, solange du noch kannst. Haha. Aber sowieso, ich bin halb tot. Ich bin glaube jetzt nicht mehr. Ich hab schon mal. Ich hab schon mal ab. Vierte Kohorte. Ja, Herr. Die kommt auch rein, nicht von hinten. Verfluchte Axt. Legionäre, nehmt zur rechten Verteidigungsstellung ein. Schützen, auf die linke Plattform. Bruder, an die Arbeit! Ja, Herr. Plünderer! Tja, das ist jetzt richtig. Legionäre! Nehmt zur linken Verteidigungsstellung ein! Ja, mach doch mal hier drüben. Genau. Schützen! Auf die linke Plattform! Aufräumen bei den Nasenkopf! Abfeuern!
Waffe abfeuern! Das ist so heftig. Da kommen wieder 100.000 Leute. Du weißt nicht, wie du das machen willst. Du hast eine Gruppe, die an die Arbeit. Ja, die Straße dicht machen kann, das war's. Plünderer! Das ist shit. Ist das shit? Einfach nur shit. Legionäre! Nehmt zur linken Verteidigungsstellung ein! Boah. Schützen! Hinter mich! Gebt Rückendeckung! Ja.
Nervig hier, die. Voll nervig hier. Bescheiden hier schon wieder die Stelle. An die Arbeit! Ja, Herr! Plünderer! Ja, müssen wir doch nun langsam. Plünderer. Ja, wo man so hinstellt, ist eigentlich Helfer und Hinder. Das schaffst du doch nie, oder? Das ist doch Blödsinn. Legionäre! Nehmt zur linken Verteidigungsstellung ein! Schützen! Hinter mich! Gebt Rückendeckung! Bitte schön killen hier. Come on.
Okay. Ich bin die Schwachstelle gefunden. Der trifft natürlich wieder. Aber oh, ich sehe, mein Einzelhandel ist voll. Ah, das ist gut.
Sohn Ruhms. Erhebe dich. Es ist noch Zeit. Dein Schicksal erwartet dich. Sieh dich um. Wie soll ich den Fall Ruhms verhindern? Alles ist verloren. Verschwende deine Zeit nicht mit den Blütenblättern. Schneid den Kopf ab. Boudica. Boudica. General! Wir können sie nicht mehr lange aufhalten. Boudica. Herr, ich weiß wirklich nicht, wie lange wir noch... Die Gunst der Götter ist versiegt. Wir müssen... Zurückfallen? Fliehen? Hast du für diese Worte deinen Posten verlassen? Deine Männer... verlassen. Wir wurden von den Göttern herbeigerufen. Und du willst fliehen. Ich sollte dich umbringen. Du bringst Unehre über deine Männer. Du bringst Unehre über mich. Du bringst Unehre über Rom! Ich schwöre dir, Centurio, dass Rom nicht fallen wird. Nicht heute. Heute kämpfen. Beordere die Reste der 6. Legion zur Unterstützung der Westflanke. Ziehe die 5. aus der Altstadt dazu. Ich werde die Reste der 14. suchen und den Feind direkt vor dem Palast angreifen. Los! Verstanden. Die Frontlinie wird halten. Und wenn ich selbst dafür sorge. Das war eine Ansage. So. Naja. Hier lang, General. Boudicas Truppen haben das Forum überrannt. Wie lauten eure Befehle? Wir durchbrechen Boudicas Leibwache und töten sie. Thank you.
folge mir. Ja, Herr! Da unten! Unterstützt sie! Budika! Auf dem Elefanten! Sie versucht, die Palastverteidigung zu durchbrechen! Wie sieht's mit der Artillerie aus? Da oben auf der Anhöhe steht ein Skorpio, Herr! Diese Elefanten sind die Gestalt des Elefanten! Wir haben die Tür mit einem Skorpio bewegen! Herr! Nicht zu weit fortbewegen! Falls Sie die Schützenflächen des Gebiets haben! Ah, die will ich mir ruhig. Das war ja noch wahr. Jetzt oder nicht. Jetzt und hier ist die Entscheidung. Treffen wir uns wieder, Römer. Ergib dich oder zahl den Preis. Ja, dann ist das so. Auf dass du Rom zerstörst? Niemals. Wir können nicht beide siegen. Und jetzt lasse ich mich von dir auch nicht mehr aufhalten. Ja. Butter Messer, ja, ja. Thank you.
gegen ganz andere Monster schön gekämpft. Zwei Maffer sind finster. Das ist nicht so gut. Ein Schlag werden wir schützen. Ja, den zweiten lässt die ja nicht zu. So krank. Die hat sie auch nicht getroffen. Gib dich oder zahl den Preis. Und dass du Rom zerstörst? Niemals. Wir können nicht beide siegen. Und jetzt lasse ich mich von dir auch nicht mehr aufhalten. Denke daran, weiche heftigen Angriffen entweder aus oder wehre sie an. Perfekt an. Naja, meine Strategie, die schon läuft. So krass. Ja.
Schild kann die schon abwehren, aber noch nicht mehr. Krass, die hier oben ist, ja. Oh, mitten im Combo hat sie ähnlich gekriegt, ja. Das hat immer noch geschafft. Das war's einfach. Zerstörst mein Land nicht, ja. Zweiten Schlag zu, das ist so krass. Schnitt durchs Gesicht gekriegt. Die hat einen Schnitt im Gesicht. Das ist krass. Jetzt hast du aber Glück gehabt, ja. Das wäre dein Aus gewesen, wenn ich jetzt zugeschlagen hätte. Schon wieder ein Schnitt durch die Sicht. Ist das krass, ja. Yeah.
das ist zu langsam. No. Damals hatte ich noch Mitleid mit der, weil der Papa da rumgekommen ist, aber jetzt die macht ja einfach wahllos weiter. Das ist, kann ich nicht mehr dulden, ja. Sorry. Was geht, Junge? Ja, dann löst doch mal auf, hier rein. Ja, war klar. Da wird auch umgehen. Ach, jetzt erwischt die mich auch noch mit ihren Säbeln. Meine Güte. Auf die super Dinger nehmen die nicht. Oh Mann! Direkt in die Reihen lernen.
Immer wieder treffen. Die schafft's immer wieder, dass ich hier ins Messer laufe und Mist. Dann springt er immer, statt auf die zuzurennen.
Ja, war gut. Ich will noch Kaffee trinken. Keine Zeit hier, ewig rumzueiern mit dir. Ja. Boah, wie viel abgezogen. Alter, Alter. Kämpferin. Gut trainiert. Marius, Sohn Roms. Trau gar nicht. Wir zwei sind gar nicht so verschieden. Mag sein. Das Schicksal macht uns zu Feinden. In einem anderen Leben. In einem anderen Leben vielleicht. Nicht in diesem. Nein. Nicht in diesem. Tu es, Römer. Tu es. Centurius Severus, zu mir! Das am höchsten Ort auf, den du findest. Wenn die Barbaren ihn sehen, fliehen sie. Der Sieg wird unser sein. Da du offenbar nicht zu meinem Schutz hier bist. Wozu dann? Ihr ließt meine Familie ermorden. Ihr habt Rom zerstört. Alles, was geschehen ist. All das unnötige Sterben. Eure Eifersucht. Eure Eitelkeit. Eure Arroganz haben dazu geführt. Warte! Hast du die Prophezeiung des Orakels vergessen? Kaiser Nero kann nur durch sein eigenes Schwert sterben. Du kannst mich nicht töten. Nur ich kann das, hast du selbst gesagt. Ich flehe euch an! Gib mir dein Dolch, General. Dann sterbe ich zumindest als Kaiser. Selbst wenn ich nie so lebte. Die Barbaren seien besiegt. Also, nicht sie hämmern gegen die Tür. Es sind meine Prätorianer. Wachen! Wachen! Damok resistiert! Er will mich töten! Was ist das ein hinterhältiger Typ? Ach ja, okay. Marius, mein Guter. Hast du irgendeine Idee, wie viel Ärger du mir bereitet hast?
akribisch gearbeitet habe, bis alle Teile des Plans sich zusammenfügen. Ach. Ja, Mutter. Leontius ist tot, mein Kaiser. Jetzt ist nicht die Zeit, Boudica. Ihr Menschen spielt eure Spiele. Wir Götter, die unseren. Aber das Spiel hat Regeln. Das ist unrealistisch. Also sorry Leute, ich wusste jetzt nicht, was er jetzt. Sehr komisch. Thank you.
gewesen, ja. Der war falsch. Mist. Ah, das ist doch falsch! Das ist doch falsch! Verdammte Axt! Genau der Player drauf. Genau so. Vorbei. Du hast eh keinen mehr, der für dich da ist. Hast dein Ding gemacht. Held. Schau mal hier, ey. Über die Zeit erholte sich Rom. Seine Zivilisation wuchs und gedieh erneut. Die Stadt, gerettet von einem unbesungenen Helden, hatte Bestand. Über tausende Jahre. Rom würde überdauern. Von da an bis zum letzten Tag der Menschheit. Schöni. Nichts umsonst. Ist gut. So Leute, dann danke ich fürs Zuschauen. Das ist leider das Ende des Games. Kurz und knapp noch, ich habe das wie gesagt nicht auf leicht gespielt, sondern eine Stufe höher. Könnt ihr ja selber gucken, wie schwer das dann ist. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und lasst einen Kommentar da, oder auch nicht. Was habe ich noch vergessen? Vorschläge könnt ihr natürlich bringen, dafür würde ich mich freuen, fürs nächste Spiel, aber ich denke mal, ich werde mich schon selber immer mal hier und da mit dem Spiel melden und euch dann hier präsentieren, sag ich mal. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen, bis zum nächsten Mal, euer Ghost.